High School of the Dead war ja so ziemlich der Hype-Anime aus dem Jahr 2010. Zum Plot. Also Takashi Kumoro, ein Schüler an einer, ja, japanischen, traditionellen, normalen Schule, kommt eines Tages in die Schule und naja, der Morgen ist natürlich nicht normal, denn da gibt es dann lauter Zombies. Und die Schüler müssen sich durch diese Zombies kämpfen. Und darauf stirbt auch sein bester Freund. Und die Freundin von seinem besten Freund, die ihn eigentlich gar nicht mochte, fängt dann an, sich mit ihm anzufreunden. Nach kurzer Zeit merken sie aber natürlich, oh Scheiße, das ist nicht nur die Schule, es ist die ganze Welt. Wir müssen uns irgendwo verstecken, wir müssen irgendwo hin. Und so beginnt dann das Ganze seinen Lauf zu nehmen. Und wir haben dann auf unserer Reise noch einige andere Charaktere, die dem Team sozusagen beitreten. Und da ich ja immer so eine bin, der doch liebend gerne gute Animationen hat, muss ich sagen, der hat wirklich tolle Animationen und das sieht man halt auch einfach daran, dass der von Madhouse ist und Madhouse macht halt wirklich gute Produktionen im Anime-Bereich, wenn es um Animationen geht. Also Madhouse-Animes sind immer was fürs Auge, genauso wie Kyoto-Anime oder andere auch. Dann die Charaktere an sich sind eigentlich relativ lasch und ja, sagen wir so, wir haben einen relativ typischen Hauptcharakter und ich finde die Rei, wenn ich ehrlich bin, an manchen Stelle doch schon ein bisschen nervig. Also, es ist jetzt nicht so übertrieben, dass ich sagen würde, ich kann die gar nicht abhaben, aber manchmal nervt sie schon extrem. Übrigens, kleine Randinfo: In der deutschen Synchro wird Ray von unserer Strawberry Cake gesprochen. Die werde ich euch mal verlinken in der Videobeschreibung. Die macht immer ganz schöne Cover. Dann haben wir noch zum Beispiel auch die Psycho. Die ist durchaus interessant, aber man weiß halt wirklich nicht, was jetzt wirklich mit ihr los ist. Man erfährt da relativ wenig und das Mysteriöse macht sie dann doch wieder interessant. Den nervigsten Charakter, oder wobei die zwei nervigsten Charaktere, meiner Meinung nach, sind diese Pinkhaarige mit der Brille, da weiß ich den Namen leider schon gar nicht mehr, und die Lehrerin mit den dicken Brüsten. Und da muss ich sagen, hört für mich der Spaß auf, wenn man Kugeln hat, die zwischen die Brüste durchgehen. Und, Fanservice. Ich hasse Fanservice. Entschuldigung. Und das ist halt auch einfach mal der Kritikpunkt schlechthin, meiner Meinung nach, weil ich einfach ein Mensch bin, der Fanservice nicht so mag. Und dieser Anime ist voll von Fanservice. Soll das heißen, er hat mir nicht gefallen? Doch, natürlich hat er mir gefallen, aber trotzdem hat der Fanservice zum Teil wirklich extrem genervt. An der einen oder anderen Stelle war er durchaus mal witzig und die meisten Sachen waren ja auch witzig gemeint. Aber tut mir leid, das meiste konnte ich nicht abhaben. Dann wurde ja, soweit ich weiß, jetzt auch schon eine zweite Staffel von High School of the Dead angekündigt, wenn ich mich nicht irre. Die kommt, denke ich, 2014 und da lasse ich mich auch mal überraschen. Ich hoffe, dass das die ganzen Plotholes, die es ja zum Teil noch gibt, auch schön abschließt, das Ganze abrundet. Wenn dem so ist, hätte ich damit absolut kein Problem mehr. Wir haben ja trotzdem immer noch einige Plotholes, zum Beispiel das Ende ist ja extrem offen und wie gesagt, mich würde durchaus interessieren, was da noch passiert. Weil der Manga aber trotzdem fortgesetzt wurde und ja nicht alles in der Anime-Umsetzung zu finden war, war es ja eigentlich klar, dass eine zweite Staffel erscheint. Wobei ich persönlich sagen muss, ich verstehe nicht ganz, wieso man da jetzt 3 bzw. sogar 4 Jahre wartet, bis man eine Fortsetzung rausbringt. Es wäre sogar vom kommerziellen her klüger gewesen, man hätte das ein Jahr nachher gemacht, aber gut, ich bin nicht Madhouse, ich bin nicht diejenigen, die das produzieren. Okay, dann die Musik ist wirklich schön, kann man sich echt antun, ist jetzt zwar nicht so das Zeug, was ich mir dann immer wieder anhören mag, aber das Opening ist eigentlich echt cool gemacht und hat auch wieder so abstrakte Sachen. Ist ein bisschen so gemacht wie Danganronpa, wobei eigentlich müsste ich anders sagen, dass Danganronpa so ein bisschen so gemacht ist wie High School of the Dead, weil High School of the Dead natürlich älter ist. Aber so ungefähr in diesem Stil ist das gemacht und das finde ich immer recht cool. Dann die Musik so overall ist eigentlich auch ziemlich nett. Aber wie gesagt, es ist halt nicht so eine Musik, die ich mir dann immer wieder anhöre, wie zum Beispiel bei anderen Sachen. Aber gut. Dann Fazit. Wir haben eine durchaus, ja, sage ich mal, interessante Story. Ist zwar nicht wirklich was Besonderes mittlerweile schon, besonders nicht nach Walking Dead. Da haben wir die perfekte Zombie-Serie im Fernsehen. Und ja, High School of the Dead ist so ziemlich die Antwort da drauf. Wobei ich, wie gesagt, erstmal auf die zweite Staffel warte, um da endgültige Schlüsse zu ziehen. Man hat hier zwar nicht so viel Charakterentwicklung, aber man hat welche. Von dem ist es auch nicht so schlimm. Aber so alles in allem waren halt wirklich manche Charaktere relativ nervig. Ich hoffe, das entwickelt sich dann alles noch positiver. Wir haben auch interessante Charaktere dabei. Die Musik ist wirklich toll und ja, naja, es ist halt alles irgendwie ein bisschen durchwachsen. Ich bin mit dem Anime irgendwie nicht
ganz warm geworden. Ich weiß nicht, vielleicht lag es einfach daran, dass ich den innerhalb von 2 Tagen geguckt habe, aber wer weiß schon. Dann das nächste, was mich extrem gestört hat, dass einfach die deutsche DVD-Version von dem so unglaublich teuer ist. Die habe ich auch gar nicht bei mir zu Hause stehen. Ich habe nämlich eine Blu-ray Disc Edition aus England. Die kostet nämlich zu dem Zeitpunkt, wo ich es gekauft habe, hat die, meine ich, um die 15 € gekostet. Und da muss ich halt einfach sagen, ich finde es einfach ungerechtfertigt, dass man so eine hohe Preissteigerung hat. Ich meine, dass es in Deutschland, also die DVD-Fassung, 60, 70 €, 80 vielleicht, ich weiß es nicht mehr genau, aber irgendwie so in dem Preisbereich war es auf jeden Fall, kostet hat. Und da muss ich sagen, ich verstehe halt einfach nicht, wieso man da nicht gleich ein Blu-ray draus macht und die DVD dann einfach mal billiger hergibt. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich brauche keine so eine fette Box zum Teil immer. Manchmal will ich halt auch einfach ein Anime nur mal gucken, da brauche ich nicht immer so eine Box. Ich meine, das ist ja immer gut gemeint im Prinzip und die wollen ja Geld machen, das verstehe ich schon, aber es nervt halt wirklich zum Teil. Nicht nur bei dem, aber da rede ich mich jetzt gerade ein bisschen aus. Wie gesagt, da empfehle ich euch den UK-Import. Da hat man zwar keinen deutschen Ton, aber ich finde, es macht mir persönlich nichts aus. Die englische Synchro war durchaus akzeptabel. Konnte man sich antun. Und ja, alles in allem muss ich sagen, dass man sich diesen Anime doch auf Blu-ray zulegen sollte, weil die Animationen doch so gut sind. Und die Blu-ray, die kostet ja nur 15 € oder 15 Pfund, ich weiß es nicht mehr genau. Und ja, nehmt euch die am besten, weil die deutsche Fassung ist einfach so mega abgefuckt teuer. Also nichts gegen die deutsche Fassung, die ist wirklich okay, die Synchro gefällt mir auch. Allein schon, weil Strawberry Cake dabei ist. Aber ja, wie gesagt, ich hatte ein Problem damit. Der Anime an sich kriegt von mir 72 von 100 Punkten, einfach aus dem Grund, weil da einfach so unglaublich viel Fanservice dabei ist, einfach noch mega viele Plotholes offen gelassen wurden und die Charaktere zum Teil auch nervig waren. Das heißt nicht, dass der nicht sehenswert ist, mir hat er durchaus gefallen und ich finde, jeder sollte ihn mal gesehen haben. Er war auch richtig cool, aber er war halt wirklich mit Problemen behaftet, sage ich jetzt mal. Und wie immer gilt natürlich, alles hier gesagt ist und bleibt meine Meinung. Wenn euch die nicht gefällt, dann könnt ihr euch auch ganz einfach eine eigene machen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Steady Bloop.